Dabei werde ich die Entwicklung meines Granulatextruders vorantreiben. Während ich auf das Eintreffen meiner zu diesem Zweck bestellten Drehmaschine warte, habe ich eine billige CNC-Maschine aus meinem Vorrat in einen Roboterarm umgebaut. Damit möchte ich grundlegende Ideen für einen künftigen Eigenbau 3D-Drucker testen. Die Mechanik besteht aus Dachlatten und 6mm Gewindestangen, womit das Ganze an einem Nachmittag aufgebaut werden kann. Sieht nicht nur billig aus, sondern ist es auch, dennoch kann sich dieser Roboterarm recht präzise bewegen. Als Demonstration staple ich hier M8er Muttern übereinander. Für den Roboterarm habe ich drei Dachlatten mit den Abmessungen 18x36x2000mm zersägt. Die Armlänge zwischen Gelenk 2 und 3 sowie zwischen Gelenk 3 und 4 beträgt jeweils 30 cm. Ungefähr. Gelenk 1 befindet sich 33 cm über dem Boden. Viele Längen habe ich so Pi mal Daumen während des Zusammenbaus festgelegt. Die Gelenke bestehen aus Stücken von 6mm Gewindestange, die sich in justierbaren Lagern der Dachlatten drehen. Dazu werden als erstes drei Bohrungen gesetzt. Die zentrale Bohrung besitzt einen Durchmesser von 5mm und ist somit etwas kleiner als die 6mm der Gewindestangen und die beiden Bohrungen zum Justieren des Gelenks sind mit 6,5mm etwas größer. Nun wird die Dachlatte eingesägt und damit ein Teil des Lagers abgetrennt. Das Gelenk dreht sich in der zentralen Bohrung und über zwei Schrauben in den größeren Bohrungen kann das Spiel der Anlenkung justiert werden. Ein wenig Wachs kann als Schmiermittel mit einem Föhn aufgebracht werden, wenn man auf besonders leichtgängige Gelenke aus ist. Ich habe bei diesem Roboterarm darauf verzichtet. Selbst wenn das Lager sehr stramm justiert wird, lässt sich das Gelenk dennoch recht geschmeidig und ausreichend leichtgängig bewegen. Wie zu sehen, habe ich bei vielen Gelenken sogar nur eine Schraube zum Justieren verwendet. Auch so funktioniert das Prinzip. Der Roboterarm besitzt insgesamt 8 derartige Gelenke. Der Antrieb der Gelenke erfolgt über die Schrittmotoren und Spindeln der ausgeschlachteten CNC-Maschine. Die Messingmuttern sind an einem Hilfsrahmen aus Dachlatten befestigt. Gleiches gilt für die Schrittmotoren und die Kugellager der Spindeln. Die beiden zusätzlichen Drehpunkte des Antriebs sind nötig, damit Leitspindel und Motorachse in der Bewegung immer auf einer Linie liegen. Die Gesamtübersetzung des Antriebs wird von der Steigung der Spindeln und vom Abstand des Drehpunkts des Gelenks zum Befestigungspunkt der Spindel bestimmt. Je näher dieser am Drehpunkt ist, umso schneller kann sich der Roboterarm bewegen, je weiter weg, umso präziser und kraftvoller erfolgt die Bewegung. Die Gelenke können sich maximal um etwa 100 Grad drehen. Das unterste Drehgelenk besteht aus einem Stück 10mm Gewindestange, um die Konstruktion stabiler zu machen. Hier habe ich die Messingmutter des Antriebs etwas einfacher befestigt. Einfacher bedeutet auch etwas weicher in der Anlenkung, die Version mit zwei Gegenlagern ist deutlich steifer. Da die Kraft auf dieses Lager eher gering ausfällt, funktioniert die einfache Version an dieser Stelle auch recht gut. Wie gut ist aber nun recht gut? Um das zu veranschaulichen, habe ich ein Blatt Millimeterpapier unter den Roboterarm gelegt. Der erste Test besteht darin, den Roboterarm aus verschiedenen Richtungen ein und denselben Punkt ansteuern zu lassen. Zu sehen ist, dass die Abweichung links-rechts, für welche der Schrittmotor zum Rotieren des Roboterarms verantwortlich ist, etwa 2,5 mm beträgt, während bei der Vorwärts-Rückwärts-Bewegung, für welche die beiden anderen Schrittmotoren gleichzeitig angesteuert werden müssen, so gut wie keine Abweichung zu beobachten ist. Wie gezeigt ist die Führungsmutter der Rotationsachse einfacher befestigt, was den Unterschied in der Präzision der Achsen erklärt. Das Problem bei Roboterarmen sind die langen Hebel, die zu hohen Kräften in den Lagern führen und bedingen, dass selbst kleinstes Spiel in diesen zu großen Abweichungen am Ende des Armes führen.
Als zweiten Versuch übe ich daher per Hand eine Kraft aus verschiedenen Richtungen auf das Ende des Armes aus und lasse langsam wieder los. Zu sehen ist, dass auch hier die Abweichung in Richtung der Hauptrotationsachse mit etwa 3,5 mm größer ausfällt. Als in der Vorwärts-Rückwärts-Bewegung, bei welcher erneut so gut wie keine Abweichung zu beobachten ist. Für die Konstruktion der Hauptrotationsachse hätte ich mir ganz offensichtlich etwas mehr Mühe geben sollen, aber prinzipielle Schwächen einer Maschine kann man halt am besten an schlechten Konstruktionen offenlegen. Die Spindeln eiern sichtbar, die Achsen sind nicht optimal ausgerichtet. Für das Greifen und Ablegen von Gegenständen ist dieses Rumeiern nicht wirklich von Bedeutung. Wichtig ist, dass ein und derselbe Punkt immer wieder genau getroffen wird und das funktioniert auch, wenn der Roboterarm sich nicht ganz linear zum Zielpunkt bewegt. An der Spitze des Roboterarmes habe ich zwei Servos befestigt. Das Standardservo sorgt dafür, dass der Greifarm parallel zum Untergrund ausgerichtet werden kann. Und das kleine Mikroservo betätigt den Greifarm. Somit können die M8er-Muttern gegriffen und an einem beliebigen Punkt wieder abgelegt werden. Das Ablegen am Startpunkt erfolgt per Hand, ich hatte einfach keine Lust, hier noch etwas zu basteln. Der Ablagepunkt der Muttern ist auch gleichzeitig der Nullpunkt des Roboterarmes, der nach dem Einschalten manuell angesteuert werden muss. Der Roboterarm verfügt nicht über Endschalter, es war ein echt faules Wochenendprojekt. Die Elektronik der CNC habe ich unverändert übernommen. Es handelt sich um einen Arduino Uno mit aufgesteckter Platine zur CNC-Steuerung und die 12 und 5 Volt Leitungen eines alten Computernetzteils dienen der Spannungsversorgung. Die beiden Servos habe ich an die Steuerpins für den Fräsmotor angeschlossen. Auf dem Arduino läuft nicht mehr Gabel, sondern ein auf die Schnelle geschriebener Sketch. Auf dem Raspberry Laptop läuft ein Python-Skript, das die zum Stapeln der Muttern anzusteuernden Punkte aus einer Textdatei einliest. Programmiert habe ich die Bewegungen ebenfalls über das Skript und den Roboterarm dabei per Tastatur zu den Zielpunkten dirigiert. Durch Drücken von S auf der Tastatur werden einzelne Zielpunkte in einer Textdatei abgespeichert, die anschließend beliebig oft abgespielt werden kann. Den Arduino-Sketch und das Python-Skript gibt's auf meinen Seiten zum Download. Der Roboterarm ist Teil meiner Serie zu Physical Computing, mit welcher ich euch Grundlagen der Maschinensteuerung näher bringen möchte. Wie zu Beginn des Videos gesagt, ist der Roboterarm ein grober Test für Ideen zum Bau eines 3D-Druckers. Dabei werde ich nicht hingehen und einen Druckkopf an einem Roboterarm befestigen, denn das verspricht keine guten Resultate. Ich werde hingegen die Grundkonzepte der hier gezeigten Gelenke in eine Delta-Mechanik implementieren. Wer meine Entwicklungsarbeit finanziell unterstützen möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle, die davon schon Gebrauch gemacht und mir somit den Kauf einer Drehmaschine ermöglicht haben. Somit gibt's demnächst hoffentlich ein grundlegendes Update zum Granulatextruder. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald.